Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zum nächsten Adventstürchen, wieder auf dem C64 mit Zauberschloss, einem Text-Adventure. Wir müssen hier einen bösen, bösen Zauberer besiegen. Und ja, es geht hier mit den klassischen Kommandos, Nord, West, Süd, Ost, H. Achso, H heißt hinaufklettern. Das machen wir jetzt nämlich nicht, weil jedes Mal, wenn man hier diese wunderbare Tanne nach oben klettert, fällt man nämlich runter und stirbt. Aber wir haben hier einen Ring liegen, deswegen werden wir diesen Ring mal nehmen. So, wir können uns das Inventar anzeigen lassen über List. Sie haben einen Ring. Sehr schön. Ich würde vorschlagen, diesen Ring werden wir mal tragen und dann am Ring drehen. Da muss man dann auch erstmal drauf kommen. Musste ich ehrlich gesagt nachschlagen. Ja, aber sonst rennt man nämlich hier durch den Wald und es geht nicht weiter. Man kann also stundenlang hier durch den Wald rennen. Nord, West, Süd oder Ost und es passiert gar nichts. Auch für euch wieder in diesem Video ein kleines Zuckerli, ein kleines Schokoladli versteckt in Form eines Steam Keys. Wir drehen jetzt aber erstmal am Ring. Der Ring hat sich aufgelöst. Alles um sie beginnt sich zu drehen. Ja, yeah, so ein bisschen Farbenshow muss aber auch dabei sein. Da ist es auch. Sehr schön. Und, wie sollte es anders sein? Schwupp. Wo sind wir? In einem Schloss? Man weiß es nicht. Kann ich mir eigentlich umschauen? Nicht möglich. Man kann sich also nicht umschauen. Dann gehen wir doch einfach mal nach Westen. Go West. La 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 la. Nee, runter will ich noch nicht wirklich. Das ist eigentlich auch wieder so ein Spiel, da müsste man sich... Oh, come on! Sie sind in eine Fallgrube gelaufen. Noch ein Versuch? Ja. Ein bisschen unfair, oder? Neues Spiel starten. Regeln braucht man nicht und man das Ganze nochmal. Mann, Mann, Mann. Ja gut. Dann hätte ich da tatsächlich runterklettern müssen. Ein bisschen merkwürdig, aber okay. Und alles beginnt sich wieder zu drehen. Also aufpassen, wenn man irgendwo Fallgruben hat. Aber ich bringe noch mal kurz einen Satz zu Ende. Man muss hier schauen oder man müsste eigentlich hier mitmalen, mitschreiben, in welche Richtung man geht. Wir sind gerade nach Westen gegangen. Lassen wir das. Gehen wir mal nach Osten. Go East. La 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 la. Wer ist er denn? Schau, Kobold? Rede? Dann öffnen wir doch einfach mal die Tür. Mal sehen, was er macht. Die Wache hat sie gefangen. Ja, okay. Beide Möglichkeiten, glaube ich, jetzt nicht so prickelnd gewesen. Weder der Westen noch der Osten. Das Ganze probieren wir aber jetzt noch einmal. Denn ich glaube, wenn man wirklich nach Norden geht, dann kriegt man eine Waffe, wenn ich mich da nicht ganz vertue. Ein Messer oder sowas. Und komm, jetzt können wir mal eben hier Zug vorspulen. Und gehen mal nach Norden. Aha. Nimm Messer. Okay. Sie haben Messer. Fertig? Ja, fertig. Benutze. Mach wieder mit dem Y und mit dem Z. Nutze Messer. Nicht mit. Oh. Gehen wir nach Süden. Und dann nach Osten. Und dann müssen wir wieder bei diesem komischen Kobold, bei dieser Wache stehen. Ja, Kämpfe. Drohe. Nutze Messer. Der kommt näher, oder? Na! Ah! Schrei. Lauf weg. Westen. Gut. Ist kein Problem. Machen das Ganze nochmal und ich schaue mal an. Verjage können wir nehmen. Verjage. Wir können den also verjagen. Ja, wer soll denn darauf kommen? Probieren wir das Ganze nochmal. Nimm Ring. Trage Ring. Dreh Ring. Alles dreht sich. Ich spule wieder vor. Nach Norden. Holen uns das Messer. Nimm Messer. Gut, dass das hier auf meinem Emulator relativ schnell geht. Überlegt euch mal mit den ganzen Ladezeiten damals. Ging es dann schon ein bisschen langsamer. So, bitte nach Osten und dann verjage Wache, Kobold.
mit Messer.